Ein wunderschönen guten Morgen euch und ein herzlich willkommen auf den Hundelunge VR-Flat-Kanal. Wir machen heute mal wieder was im Flat. Ich stelle euch vor, heute Randy und Manila. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das Mädel hier ein bisschen Ähnlichkeit hat mit von dem Film Ralf Reichts. Oder Reich, Ralf Reicht, über diesen Computerfilm da, diesen animierten da von Pixar, glaube ich, war der gewesen. Wo die da dieses Kartrennen fahren. Sieht genauso aus. Ich zeige euch mal kurz den Trailer. Oh. Also wie gesagt, ne, die sieht da volle Kanne aus, wie aus dem Film. Ja, hat bis jetzt vier Rezeptionen, hier steht aber 8. 4, 7 positiv, eine negativ. Kostet 9,99 €. Hat keine deutsche Unterstützung, also auch keine Sprachausgabe, keinen Untertitel, gar nichts. Soll wohl mit dem Xbox-Controller ganz gut funktionieren. Das probieren wir gleich mal aus. Ich habe mal reingeguckt. Ja, so ein bisschen Oldschool gemacht, ne? Bisschen was von Minecraft, ein bisschen was von allem irgendwie. Sieht man hier auch, ne? Aha. Genau. Und die haben alle verschiedene Fähigkeiten hier. Zeige ich euch aber gleich. Gut, dann starten wir mal das Spiel. Uno Momentos. Spielen. Gleich ein Bild, Moment. Vergessen die Dings reinzumachen. Oh. So, jetzt müsstet ihr rein theoretisch ein Bild haben, ja. Jahre 21,42. Oh, ja, so schnell. Jo. Also ihr könnt das überspringen, steht da oben Jump-Szene. Gucken wir uns das mal an, was hier passiert. Okay. Ah ja, ist ein Early Access, hab ich vergessen zu sagen. Quatsch, was habe ich denn einmal zu schnell gedrückt? Sorry, Leute. Also ihr Language könnt ihr Englisch und ich weiß gar nicht, was das ist. Tastatur und Maus, aber den ich irgendwie macht der vielleicht im Game oder sonst hier nichts einstellen? Wir gucken mal.
Echt, sonst kann man nichts einstellen, keine Grafik, gar nichts? Madre mía! Esos virus de Kraxom están infectando a varias Netcubes sucesivamente, pero desconozco el motivo. Aunque creo que hay quienes sí podrían detenerlos. Emailer, te han enviado hasta aquí para que pongas en alerta a dos chicos muy especiales. Por supuesto, señor, me suenan de algo. Pero, ¿por qué piensa que son tan especiales? Supongo que tendrán algún tipo de poder oculto, que quizá pueda ser el único método efectivo para derrotar a Kraxom. Nuestro ejército y armamento solo podrán retrasar lo inevitable. Y lo que es peor, no funcionan desde la Netcube corrupta. Y quienes entraron en el corazón fueron hackeados de inmediato y corrompidos, hasta convertirse en nuevos virus. Aterrador. En efecto, es aterrador y doloroso. Los chicos que menciono pueden no parecer la gran cosa, pero tienen una programación que no pertenece a ninguna Netcube vista anteriormente. Se llaman Randy y Manila, y viven en una Netcube verde llamada Bloxland Cubitown. Embárcales en una misión para enfrentar a esta amenaza. A la orden. Okay. Also wie gesagt, das Mädel erinnert mich voll an Ralfs Reich, wo wir da diese Kartrennen machen. Das ist sie auch, guck doch mal. Hey yo. Saludos. Vosotros sois Randy y Manila, ¿verdad? ¡Sí, lo somos! Ok. Vengo a informaros de que un virus emperador llamado Kraxom Virus ha enviado varios escuadrones de secuaces a infectar varias Netcubes. Por alguna razón, quiere destruir todo tal y como lo conocemos. ¡Vaya! ¡Eso es terrible! ¿Y por qué viniste hasta aquí? ¿Acaso debemos ser nosotros los que hagan esta misión? Porque según mi comandante, sois los únicos que tienen posibilidad de detener la inminente amenaza de Kraxom. ¿Podríais subir a mi vehículo y os explico el motivo durante el camino? Sí, ¿por qué no? Vamos contigo. ¡Explorar mundos es lo más! De acuerdo, seguidme. Sujetaos bien. Este portal os llevará fuera de la Netcube y os dará un poco de vértigo. Modelo Q86. Activar motores. Yes, baby. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Pero qué cantidad de Netcubes hay fuera! ¡De todos los colores y tamaños! En cada una se esconden mundos fantásticos que jamás podríamos imaginar. Pues estáis de suerte. Nos iremos a la primera Netcube que encontraremos por el camino. Ya. Saludos, jugador. Yo, Randy y Manila nos dirigimos a la Netcube más cercana posible para emprender la aventura. Las Netcubes de color y tamaño distintos son las Netcubes seleccionables. Si te acercas a una de ellas, se verá una vista previa del mundo que hay por dentro. Y si decides entrar en él, allí es donde iremos. Buena suerte. Ist echt übel, ey. Ich versuch mal hier reinzugehen, aber hier steht locked, also dass es geschlossen ist, ne? Ja. Können wir da rein? Nein. Versuchen wir mal mit Controller. Oh, geil. Steht unterstützt Controller, aber funktioniert nicht. Naja.
denn hier hin, verdammte Hacke? Warte mal, hier ist ein Pfeil. Der zeigt nach hier. Wrong way, also falscher Weg. Das ist kompliziert gemacht mit der Steuerung, ey. Wo ist denn dieser Cube, wo ich rein soll? Kurz anhalten. Ach, hier unten, glaube ich, oder? Ne, hier, ich hab ihn. Hier ist er. Hier müssen wir rein, Leute. Jetzt geht mein Controller, bescheuert. Also jetzt geht er. Sehe ich nicht. Mal geht er nicht. So, wir sind jetzt in der ersten Welt, wo wir was erledigen sollen. Schon wieder nicht, das ist so geil. Und dann eben nicht. Muss ich erstmal hier links umstellen. Audio. Oh, die Musik geht mir am Sack. So. Jetzt haben wir die Sprache bei Video. Ultra. Okay. Sonst gibt's hier nichts, ne? So. So, also ihr steuert den Hein die ganze Mal mit WASD. Dann könnt ihr hier natürlich mit Shift rennen. Naja, es ist voll von Ralfs Reich geklaut. Ja, definitiv. So, dann könnt ihr hier... Grad selber mal gucken. Hier geht's nicht. Hier vielleicht. Also wenn ihr E drückt, dann könnt ihr da rein. Und könnt denn hier zum Beispiel... Sprint... Müsst ihr hier die Sachen einsammeln. Das sind so Feuerbälle. Genau, und da könnt ihr mit R die dann... Glaube ich, schießen, ne? Mal gucken. Ja. Genau. Ich hab keine mehr. Juhu. Scheiße. Also ihr könnt ja nur weiter, indem ihr den dann hier auch wirklich tot macht. Aber ich habe keine Feuerbälle mehr. Ich fliege hier laufend aus dem Spiel raus. Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal hier. Und ich habe hier die Mauszeiger. Das ist falsch. Das ist echt irgendwie Käse. Aber wie gesagt, Early Access, mein Controller geht schon wieder nicht. Also, das ist aber... Naja. Ich habe keinen Dings mehr zum Schießen, oder? Ah, doch, habe ich doch. Ah, der muss erstmal laden. Okay, der lädt dann immer ganz kurz. Juhu. Toll, hat der richtig funktioniert. Also mich nervt das hier mit der Maus gerade. Läuse kannst du hier. Geh, glaube ich, gleich nochmal komplett aus dem Game. Irgendwas stimmt hier nicht. Geh doch kaputt, du Sack. Geh nochmal aus dem Spiel. Das macht so keinen Sinn. Weil laufend diese blöde Maus hier ist. Kannst du wieder abmachen. Ist immer noch hier drin. Hm. Ja gut, es ist ein Early Access, aber ich hatte, wo ich das ausprobiert hatte, hatte ich das Problem nicht. Nie auf der Controller, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir das hier geklärt. Also hier können wir jetzt ganz normal weiter. Das heißt, wir können jetzt hier weiter zum nächsten Züchter. Wir
Können wir jetzt mit F können wir hauen? Guck mal, der hat ja so komische Hände. Baby! Komm her. Okay. Also, ihr müsst alle Blöcke kaputt machen, das kommt hier nicht weiter. Speichern. Ich geh nochmal komplett aus dem Spiel raus, weil das nervt mich hier mit der Maus. Also, das macht auch das ganze Spiel kaputt irgendwie. Quit to Desktop. Ich geh nochmal komplett aus dem Spiel komplett raus. Start das jetzt nochmal neu. Hab gleich wieder ein Bild. Jetzt spielen. Weiß auch nicht, was er hat. So, Bild müsste ich jetzt haben, rein theoretisch. Ja, jetzt habt ihr ein Bild. Jump. Jetzt hat der Controller wieder. Ich check's nicht. Nein, ich wollte auf Laden gehen. Verdammte Hacke. Madre mía. Esos Virus de Kraxom están... Verdammt, ich geh mal kurz auf Laden. Normalerweise müsste der... Saludos, jugador. Wieder auf die Dings gehen. Normalerweise zumindest. So, Start. Laden. Saludos, jugador. Randy y Manila nos dirigimos a la Netcube más cercana posible para emprender la aventura. Las Netcubes de color y tamaño distintos son las Netcubes seleccionables. Si te acercas a una de ellas, se verá una vista previa del mundo que hay por dentro. Aber jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Y si decides entrar en él, allí es donde... Doch, mit der Maus immer noch. Start. Also überspringen. Immer noch. Der Controller geht immer nicht. Also da muss der Entwickler sich was einfallen lassen. Das ist echt scheiße. Na gut, dann mach ich den Quatsch halt nochmal. So, wo waren wir hier gewesen? Hier, ne? Nee. Was macht ja so eigentlich keinen schlechten Eindruck, ne? Bisschen oldschool mit quasi 3D-Grafik. Oh, ich treffe gar nichts, Alter. Schieß! Ja, ich würde ja gerne schießen, aber der muss erstmal nachladen hier. Und ich treffe hier überhaupt nichts. Wow, eingetroffen. So, hier sind wir durch. Dann wieder hier. So, mit F kann ich angreifen. Kriegt hier oben immer so gut. Kriegt ihr den Score da oben. Hallo? So, dann seid ihr hier durch. Dann könnt ihr hier drauf gehen. So, jetzt könnt ihr wieder auf die Map. Jetzt habt ihr, glaube ich, genau das geschafft. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ihr die anderen Sachen auswählen könnt. Hier geht's nicht. 1, 2, 5. Könnt ihr auch nicht anwählen. Ah, warte mal hier, ne? Ja. Nächste Level. Okay. Ich reg das voll auf mit dem Controller, warum das nicht geht. Ich weiß es nicht. Also Leertaste hüpfen, logischerweise. Uah. Wie ich nichts treffe, einfach gar nichts, null. Hier habe ich noch ein bisschen mehr Munition, also hier kann ich ein bisschen öfter schießen. Alter, ey.
Jetzt. Guck jetzt die Maus weg. Kann ich jetzt den Controller nehmen? Wartet mal. Nö, geht überhaupt nicht. Check ich nicht, ehrlich. Der vibriert, aber er reagiert. Er agiert nicht. Komisch, jetzt ist auch die Maus weg, wie ihr seht. Und ich fliege wieder auf den Desktop. Warum? Naja. Steh ab, Junge. Warte, du Sack. So, weiter. Mal kurz mich hier umgucken, okay. Okay. Boah, Alter. Wir haben in 4 Leben wohl anscheinend. Uah. Also man trifft nicht wirklich, ich weiß auch nicht, ich check's nicht. Jetzt. Alter, wie ich mich treffe doch jetzt. Jetzt unendlich schießen, mehr oder weniger. Das ist schon mal gut. Und was mit den Controllern nicht geht. Also wie gesagt, ich hatte das ja, wo ich es bekommen habe, vor ein paar Tagen schon mal ausprobiert. Also zumindest das erste Level und da konnte ich mit dem Controller 1A spielen. Jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Und ich habe auch diese Maus die ganze Zeit hier im Spiel, was auch total komisch ist. Ich habe jetzt keinen Bock, den PC neu zu starten und die ganze Aufnahme nochmal zu machen. So, wir sind durch, Leute. Mit den Level. Sehr gut. Wie gesagt, die haben alle verschiedene Fähigkeiten auch. Also das Mädel kann auch irgendwelche Sachen. Aber bis jetzt können wir die noch nicht nehmen. So, nächstes Level. Was haben wir hier? Geht nicht. Geht auch nicht. Warum wird denn das hier auf einmal grün? Was hatten wir? Wie blau ist das, ne? Such mal hier. Geht's nicht. Check ich jetzt schon wieder nicht. Hier ist grün. Hier kann ich nicht rein. Okay. Ah, okay, das Level ist das jetzt ein anderes. Ich kann hier zum Beispiel nichts machen. Geh weg hier. Riesig, ja, Leute. Okay, was ist das hier? Ich guck mal, was das hier ist. Das ist ein Leben. Ah, da kann ich mit hauen, ne? Ja. Die großen auch kaputt? Nö. Außer wenn was passiert, wenn ich den hab, tau. Gar nichts. Okay. Der geht gar nicht kaputt, geil. Okay. Ich dachte, die explodieren oder so. Scheiße. Das eine sieht aus wie Zombies oder so. Ich weiß nicht, warum ich den nicht kaputt kriege. Keine Ahnung, der geht nicht. Hier sind so Zombie-Viecher. Oh, die kommen sogar einer auf einen zu. Sehr geil. Was haben wir hier? Ah, sehr witzig. Cool. Hat so ein bisschen was von Super Mario, ne?
Der geht nicht, oder was? Wir müssen ja echt einiges noch machen. Irgendwie hoch, aber ich verstehe nicht, wie man das oben kaputt macht. Ach, einfach gegenhüpfen, jetzt check ich's. Aber der kann auch gar nicht so hoch hüpfen. Ah doch. Einen vergessen, verdammte Hacke. Wir kommen jetzt eh nicht mehr zurück, ne? Nee. So, jetzt ist wieder der Mauszeiger weg. Ich verstehe das nicht. Na gut, ist halt so. Komm schon, ihr Kack-Zombies. Schießen. Ist das ein Herz? Ja. Okay, also 4 Stück ist wohl das Maximum. 4. Okay. Mega-Ding, habt ihr gesehen? Ich hab irgendwie was die ganze Zeit auf, die komischen Dinge. Sterb! Ich brette, Alter. Weiß natürlich nicht, ob wir jetzt unbedingt alle Blöcke kaputt machen müssen, um hier weiterzukommen. Wir machen es einfach mal mehr oder weniger. Ich weiß nicht, warum ich immer hier aus dem Spiel rausfliege, ich check's nicht. Nee. Also ich fliege immer auf dem Desktop. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ich weiß nicht. Okay, Glück gehabt. Wollen wir auch kaputt machen? Nee. Was haben wir hier? Good job. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, der hüpft von alleine. Also Move heißt ja bewegen und Leertaste dann halt jumpen, also hüpfen. So, hey! Stehen bleiben, Polizei! Boah, es ist gar nicht so einfach, die Scheißdinger zu machen. Bleib stehen! Jetzt hat er mich nämlich erwischt, der Sack. Gut, weiter geht's. Boah, ich bin fast tot, Leute. Ach, hier ist so ein Hümpfteil oder was? Hä? Ah! Oh nö, ne? Oh, müsst ihr das jetzt echt nochmal neu machen? Das ist euer scheiß Ernst. Oh ne. Ich hätte ja gerne mal das Mädel gespielt.
kann die irgendwie wechseln, aber ich weiß nicht wie. Rushen mal hier so ein bisschen durch. Ah. Ich glaube, das gibt nichts hier mit zwei Leben. Das ist schon wieder die Maus da. Also, boah. Das ist der, den ich schon verpeilt hatte. Also die Kamera ändert sich dann automatisch irgendwie. Okay. Naja, wie auch immer. Gut, Leute. Wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Bock mehr auf das Game. Also mir macht das keinen Spaß. Man kann irgendwie das Mädel wechseln. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wenn ich zu der hinrenne, kann ich die wechseln, dass ich sie spiele und ihn spiele, meine ich. Mal kurz. Irgendwie kann ich wechseln. Click to. Geht nicht, okay. Mit ihm hier. Wir können nicht rein theoretisch hier zurückfliegen. Man kann, glaube ich, auch hier rüberspringen, weil ich. Mir geht nicht. Naja, gut. Wird bestimmt den einen oder anderen geben, der das Spiel gut findet, also weil das ja auch so ein bisschen Retro-Style ist. Aber mir macht's halt keinen Spaß, ne? Wie gesagt, das Mädel ist von Ralfs Reich, das sieht man auch. Nicht, dass der Entwickler Ärger kriegt, also normalerweise müsste Pixar da einen raushauen. Ja, aber na gut, ist nicht mein Problem. Gute Lieben, ich habe jetzt gar nichts gemacht, jetzt macht er einfach das Video später einfach ab, was ich nicht will. Wie gesagt, ist noch sehr buggy, also kann nicht sein, dass wenn ich spiele, laufen die Maus hier. Vordergrund-Taro und dann ist er mal weg, dann ist er wieder da. Der Controller geht irgendwie gar nicht mehr und er ging vorher. Aber na gut. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, Geschmackssache, mein Ding ist es nicht. Kostet um die 10 Euro, also 9,99 Euro, ist ein Early Access. Nochmal danke an den Key vom Entwickler, aber mir gefällt das Spiel absolut gar nicht. Was kommt schon wieder hier, der Schnatter? Hallo! Das sind wieder so Sachen, die mir auf den Sack gehen, ne? Gut, ihr Lieben, das war's. Ansonsten selber ausprobieren. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es ja umtauschen auf Steam, ne? Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.